einmal beim Metalfest, Schrägstrich Summernights Festival, wie zwischen, ist da natürlich eine kleine Ehre. Wenn ich das mal so sagen darf, wie seht ihr da euren Status, wenn ihr da bei solchen Festeln gleich zweimal hintereinander auftreten dürft in der riesigen Metal-Szene? Ja. Lasst ihr das irgendwie beschreiben? Also ich sag's jetzt halt wieder, obwohl ich schon so viel gesagt habe, aber also da haben wir halt auch einen Kontakt zu, ja. Also ich schreibe halt mit denen, da muss man auch Danke sagen, weil die Veranstalter vom Summer Nights oder Metal Fest uns wirklich super unterstützen und sie uns eigentlich bisher immer nicht so behandelt haben wie irgend so eine scheiß Underground-Band, die lassen wir halt da spielen, weil dann bringen sie 20 Leute und das war's. Sondern die uns eigentlich, wir haben zwar nie gefragt oder so, letztes Jahr durften wir auf der Mainstage spielen, als zweite Band direkt vor Cataract. Und wir haben gesehen, so, boah, halt, das gibt's gar nicht. Und das haben wir, gerade beim Metalfest, hat uns ganz viel gebracht. Also wir durften, nachdem viele Support-Shows spielen für größere Bands, haben einen Plattenvertrag unterschrieben. Also das war für uns sicher eine riesen Hilfe, allgemein mehr in die Szene reinzukommen und einen Namen zu bekommen in der Szene. Ja. Da haben wir Dackerberg. Achso, Michael Lapitz. Ja, weil du sagst Live-Auftritte und Support und so weiter. Wer wäre euer Wunschkandidat? Für wen würdet ihr wirklich, wenn ein Wunschtraum wahr werden würde, für wen würdet ihr als Support fungieren wollen? Das ist schon passiert. Und das wäre? Lamb of God. Darf da mal spielen? Mhm. Das war sicher ein Traum. Aber es gibt noch mehr, also. Vielleicht. August Fanswelt, auf jeden Fall. Mhm. Dann sage ich The Haunted. und. Ja. Es gibt viel mal. Wir spielen. Das ist nicht nur die großen Support-Shows, das ist schon geil. Also, das ist voll cool, natürlich. Aber wir spielen auch extrem gern einfach irgendwo in einem kleinen Club. Wir spielen ganz oft auch in ganz kleinen Clubs, da sind 50 Leute und alles ist eng und alle schwitzen. Aber das ist genau das Geile, das sind meistens die Shows, wo dann die Leute halt wirklich für die Musik kommen, nicht für irgendeinen Superstar. Wir haben einmal in Wien gespielt, an einem Sonntagabend, da waren 30 Leute oder so, immer Underground Club und die Bühne hat gewackelt und alles war, es hat 6000 Grad gehabt, aber die Leute waren so geil, es waren Leute, die haben Rückwärtssalto gemacht und halt, wir waren wirklich überwältigt. Das war sicher eine von den Shows, also wir durften schon so riesen Shows spielen, aber das war sicher eine von den Favoriten-Shows eigentlich von uns. Also nicht nur die fetten Support-Shows sind geil, aber auch geil. Aber auch geil. Ob es da schon irgendwann einmal einen peinlichen Moment gehabt, das war am Auftritt? Ja, wir waren das vor kurzem. Ja, das war in Bayern. War genau was? In Traunstein. Ja, in Traunstein. Und es war eine sehr kleine Bühne. Und ja, irgendwie, ich war am Bass wieder ein richtiges Element. Plötzlich er hinter mir und ich, bam, voll ins Auge. Hatte der drei Tage lang ein blaues Auge. Ja, also das war wirklich eine schlimme Show. Halt, es waren viele Leute und super Leute, eine coole Headliner-Band, also die 50 Stitches to Salvation, eher aus der Gegend. Aber wir haben halt einfach dort nicht so gut gespielt, muss man sagen. Und die Bühne war so klein und es war nur noch Blitzlicht und wir haben nur noch jede zweite Sekunde unsere Gitarren gesehen und es war wirklich, das war schlimm und dann waren wir zwei noch krank auf der Show und ja, das war wirklich, also das war krank, anstrengend. Also krank und ein blaues Auge noch angezeigt. Ja, und am nächsten Tag halt aufgestanden und dann durften wir eher am nächsten Tag mit Lamb of God spielen, mit Baum von Pain spielen, dann war alles wieder gut. Also das war anstrengend, aber auf der Bühne ist immer alles gut dann, außer bei dem einen Mal. Ja, aber wahrscheinlich, ja. Der Summer Nights Moment ist eigentlich schon von dir. Welcher Summer? Der legendäre? Ich habe mich versteckt. Ja, das war lustig. Also ich bewege mich manchmal auf der Bühne halt und beim Summer Nights, da war so viel Platz. Und dann bin ich halt da von der ca. 5000 Meter hohen Bühne halt runtergeklettert und da war so ein Kran und dann bin ich halt da unten in dem Graben rumgerannt und so und bin da halt zu den Leuten und dann war gerade ein Part im Song, wo man so sagt, ja, hallo und hin und her und irgendeine Ansage macht und dann stand ich hinter dem Kran und niemand konnte mich sehen. Oh, ja. Also die eigenen Mitmusiker nicht und niemand von der Bühne und ich stehe da und denke, wow, was ist los? Und dann sage ich einfach, Summer Nights, ihr könnt mich nicht sehen! Ja, ich glaube, das war überall. Ja, es gibt so Momente, ja,
die erste Show mit der Michi sich, weil er war leider noch nicht immer bei uns. Es war sicher auch so eine Sache. Wir haben uns von unserem, also so, von unserem ehemaligen Bassisten getrennt und dann hat der Michi, weil er in der anderen Band eigentlich Gitarre spielt, gesagt, ja, ich hilf da mal aus, hat zweimal mitprobt und jemand hat gesagt, das ist ja nichts. Dann steht sich der mit uns auf die Bühne und das war so eine geile Show, also gar nicht bis dorthin sicher die beste Show und er hat super gespielt und ja, wir mögen unseren Michi. Sind froh, dass wir ihn haben. Ja, morgen, jetzt, nächsten Monat gibt es kein Geld mehr. Wie wichtig ist für euch das Internet, wie zum Beispiel MySpace, Facebook und so weiter? Also es ist wirklich wichtig geworden. Also ohne dem wird es gar nicht leben. Also es geht ja nicht gar nicht. Ja, MySpace ist sowieso super für jede Band. Da gibt es Werbung und Kontakte und zu vielen Shows kam ich nur durch MySpace. Und ja, ist ja wichtig. Ja, sehr wichtig, ja, MySpace ist sie, auch der direkte Kontakt mit den Leuten halt. Man kriegt schnell einmal ein Feedback. Er schreibt irgendjemand vor, die Show war cool und es sind schon viele Freundschaften jetzt durch das entstanden. Also das ist sicher allgemein bei der Band noch was, dass wir durch die Shows und durchs Internet und durch das halt, dass wir jetzt eine Band sind, dass da ganz viele Freundschaften zu anderen Bands entstanden sind und ja, das macht viel aus halt. Dann spielen wir wieder irgendwo und denken, wow, da spielt Heaven Rise oder so, irgendeine Band, mit denen wir schon mehrmals gespielt haben und dann haben wir immer eine riesen Party. Ja, das ist schon cool. Und da ist natürlich das Internet ganz wichtig, weil man da automatisch immer wieder im Kontakt ist. Welche Szenegrößen, sage ich jetzt einmal, oder Favorite Bands würdet ihr vielleicht einmal gerne selber kennenlernen und was würdet ihr da fragen? Ob es gibt es da wem? Auch schon passiert. Nein, aber das geht mir viel an. Ja, ich bin mir eigentlich auch passiert. August Burns Red habe ich mal live gesehen und durfte dem Sänger die Hand schütteln. Jawohl. Nie wieder gewaschen, oder? Nie wieder gewaschen. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Band, die mich total inspiriert, musikalisch und auch auf der Bühne präsent. Und keine Ahnung, ich wüsste gar nicht, was fragen. Ich müsste in Kommunikation kommen und mit ihnen sprechen und dann kommt alles her. Also, so richtig weiß ich gar nicht, aber hätte sicher viel zu fragen. Oh ja. Schauen wir das sicher nicht. Ja, also ich würde am liebsten Legdalia Mörder treffen und was ich gerne wissen würde, ist, wie es so ist, so auf Tour zu leben und ja, mit so einem Bus quer durchs Land zu reisen und immer auf dem Weg zu sein. Das wäre schon interessant. Ja, bei mir ist sicher auch Band Evangel Burn. Mal wegen der Musik natürlich, weil sie halt saugeil sind. Und weil das halt eine Band ist, die politisch sehr aktiv ist und die sich das trauen und erfolgreich machen und ein politisches Statement haben. Ich denke, dass die Leute halt wirklich, dass das halt Menschen sind, nicht irgendwelche Superstars. Ihr wisst das sicher. Und das finde ich gerade bei Heaven Shall Burn oder bei vielen, gerade bei den deutschen modernen Metal-Bands, da sind halt viele, die Menschen halt hinter der Band, nicht nur irgendein Superstar. Und darum würde ich gerne mal mit einem Gitarristen von Heaven Shall Burn oder so reden, hoffentlich in Zukunft. Ja, also Legdalia Mörder, das ist schon ein Traum mal zu treffen. Aber ich glaube, wenn ich sie treffen würde, bevor ich die erste Frage stellen könnte, wäre ich da schon besoffen. Weil wer Legdalia Mörder kennt. Oder Dark Reflections? Oder wie? Interessieren würde mich halt, wie sie geübt haben am Anfang oder wie sie das aufgebaut haben, dass sie zu diesem Erfolg kommen. Ja, das wäre eigentlich mein Interesse. Also speziell würde mich da jetzt. Würde mir nichts einfallen oder irgendwelche Fragen, die ich hätte, keine Ahnung, jetzt so spontan, aber wie der Joki gesagt hat, das sind eh alles nur Menschen und ja, das muss man dann individuell halt sehen, keine Ahnung, ich wüsste jetzt da nichts. Tja Jungs, dann sind wir gespannt auf den Auftritt, der heute stattfinden wird, ja, wir in ungefähr einer Stunde. Mhm. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Danke auch. Fragen beantwortet habt. Souverän beantwortet hat, das findet man ja auch nicht immer bei anderen Bands. Ja, die letzten Worte gehören euch. Das muss das Gute sein jetzt.
So. Nichts Schwules. Ah, ja, jetzt müsste man sowas sagen, so eine epochale ja, Metal Forever oder so, oder? Aber wir sagen jetzt was anderes. Kauft unsere T-Shirts. Na, ja, viel Spaß mit der Musik halt und wir hoffen, dass euch unsere Musik gefällt und die Musik anderer Bands. Und kauft unsere CD und hört sie euch an und sagt uns, wenn es euch nicht gefällt. Aber das wird eh nicht passieren. Okay, Jungs, danke. Okay. Danke. 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 Presented by the Metal Underground Webzine.